Die Schweizer Alpen. Lange galten sie als Hort von Geistern und Dämonen. Als 1387 ein Luzerner Mönch den Pilatus besteigen wollte, landete er dafür im Kerker. Das war's dann mit der schönen Aussicht. Erst die Aufklärer sorgten für die Imagekorrektur. Albrecht von Haller 1729. So wird, was die Natur am prächtigsten gebildet, mit immer neuer Lust von einem Berg erblickt. Heute sind die Alpen das touristische Kapital der Schweiz. Kleiner Wermutstropfen, 75% der Bergtouristen reisen mit dem Auto an. Das belastet die Umwelt. Und das ist oft unnötig, wie der diesjährige Flux zeigt. Also haben wir ein spezielles Thema, ganz schönes, nämlich Bella Vista. Das heisst Bergknoten, ein Berggebiet über 1000 Meter mit einem guten ÖV-Anschluss, wo man eben oben auch etwas Schönes sieht. Im Bergtourismus gibt es ganz grosse Herausforderungen, weil einerseits hat man Tagesgäste, die einfach kommen, möglichst schnell auf die Piste wollen oder wandern. Auf der anderen Seite hat man Leute mit viel Gepäck, die länger bleiben wollen. Die müssen sich alle zuerst zurechtfinden, müssen wissen, wo was ist. Und da hat es auch noch Zeiten, wo es sehr viele Leute hat, aber da hat es auch Zeiten wie in der Zwischensaison, wo es fast keine Leute hat. Am 8. September machten sich 9 Verkehrsexperten auf, den Schweizer Bergtourismusort mit der besten ÖV-Infrastruktur zu finden. Die Expedition begann am östlichsten Bahnhof der Schweiz, Spurl-Tarasp. Hier endet das Streckennetz der Rätischen Bahn. Und es beginnt ein weit verzweigtes Netz aus Postauto- und Ortsbuslinien, Velo- und Wanderwegen. In unmittelbarer Nähe befinden sich sämtliche ÖV-Anbieter, inklusive Bergbahnen. Dank einer klaren Signaletik finden sich Besucher rasch zurecht. Der Gepäckservice Domizil da Vacanzas erleichtert die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Gäste, die mit der Bahn anreisen, können ihr Gepäck am Abfahrtsbahnhof aufgeben und erhalten es direkt bis ins Hotel oder Ferienhaus geliefert. Also muss ich ehrlich zugeben, das Gold tut mich begeistern. Ich finde es sehr positiv, alles ist übersichtlich, es ist nah beieinander, gut angeschrieben. Und mein Eindruck ist auch, dass das alles möglich ist, weil hier die verschiedenen Partner von Tourismus, von öffentlichem Verkehr, von Gemeinden sehr eng zusammenarbeiten, vom Kunden her Bedürfnisdenken und innovative Lösungen finden. Weiter zieht die Jury zum höchsten Punkt der Reise, dem Bahnhof St. Moritz auf 1775 Metern über Meer. Mit über 1 Million An- und Abreisenden pro Jahr ist St. Moritz der drittgrößte Bahnhof Graubündens. Das Bahnhofsgebäude wird derzeit von der Rätischen Bahn komplett umgebaut. Eine größere Unterführung, behindertengerechte Perrons und ein neuer Busbahnhof sollen attraktive Umsteigebeziehungen schaffen. Denn wie das Unterengadin verfügt das Oberengadin über ein hervorragendes ÖV-Netz, das direkt an den Bahnhof St. Moritz anschließt. Wer zu Fuß geht, gelangt über eine spektakuläre Rolltreppe hinauf ins Dorf. Ja, die Rolltreppe ist ein Unikat. Also im Nu vom Bahnhof direkt in den Ort zu kommen, das trockenen Fuß und komfortabel, das ist etwas, das man wahrscheinlich von Ihnen sonst so kennt. Bei Ankunft merkt man, man kommt in einen modernen Ort. St. Moritz ist gross, man kommt mit einem Glacier-Express an, der sehr bekannt ist. Es hat mehrere Buslinien, die weiterfahren. Und das macht den ganzen Verkehrsknoten ähnlich modern wie der Ort. Auf der berühmten Albula-Linie geht die Reise weiter nach Tiefenkastel und von dort mit dem Postauto auf die Lenzer Heide. Diese war noch ein Maiensäß, als in St. Moritz bereits die Touristen flanierten. Heute boomt die Lenzer Heide, auch wegen der Nähe zu Zürich. Die Lenzer Heide verfügt über keine Zuganbindung und ist durch die vielen Zweitwohnungen weitläufig besiedelt. Auf diese Problematik reagiert die Lenzer Heide mit einem kostenlosen Ortsbussystem, das die verstreuten Ortsteile und die weit auseinanderliegenden Talstationen miteinander verbindet. Zumindest während ihres Aufenthaltes können die Feriengäste so ihr Auto in der Garage stehen lassen.
Mir hat beeindruckt, dass die Gemeinde zusammen mit dem Tourismusverband eine Destinationsstrategie 2020 hat ausgearbeitet, in welche Richtung sie sich in Zukunft positionieren. Und entsprechend natürlich auch die Folgerungen für die Bedeutung von Mobilität. Also eine weitergehende Verbindung mit Churwalden, möglichst auch, dass der ÖV gefördert werden kann und die Leute, die tagesweise in die Lenzerheide kommen, vermehrt auf das Auto selber verzichten können. Kein Weg ist der Jury zu weit, um den Sieger des Flux 2014 aufzuspüren. Von der Lenzer Heide aus geht es westwärts nach Thun, wo das Nachtlager aufgeschlagen wird, und anderntags weiter in den äußersten Südwesten der Schweiz. Champéry ist einer der ältesten Tourismusorte der Schweiz. Heute lockt es Aktivurlauber mit dem riesigen Skigebiet Porte du Soleil, einem modernen Sportzentrum und über 800 Kilometer Wander- und Bikerwegen. Gäste können Champéry via Aigle bequem mit dem Zug erreichen. Der Clou dabei: Bahnhof und Talstation sind unter einem Dach. Sie haben die Bahnlinie bis ins hinterste Tal verlängert. Und an der Endstation führen die Perrons direkt zur Talstation der Bergbahn. Das sind ideale Bedingungen. Alles befindet sich auf demselben Niveau. Das ist wirklich ein Traum. Exactement sur le même niveau. Ça, c'est le rêve. Le rêve. Die finale Etappe führt die Jurymitglieder nach Nanda. Beliebt ist der relativ junge Bergtourismusort vor allem wegen des Skigebiets Gatre Vallée und den Wanderwegen entlang den typischen Suonen. Mit 69% weist Nanda von allen nominierten Ortschaften den höchsten Zweitwohnungsanteil aus. Die große Mehrheit der Feriengäste reist mit dem Auto an, trotz der Postautoverbindung ab Sion. Dennoch ist der ÖV im steilen und großflächigen Nanda präsent. Die Gemeinde hat ein Ortsbussystem auf die Beine gestellt. Das ist sicher sehr positiv. Und innerhalb der Gemeinde, vom Ort selber, haben sie ein kleines Funikulär gemacht, das den Leuten erlaubt, den Niveauunterschied auf einmal ganz einfach zu bewältigen. Und was mir dort aufgefallen ist, was ich wirklich sehr gut finde, ist, es ist gratis. Man muss nicht nur das Portemonnaie vornehmen. Und es hat mich im Niveau eben gedacht, dass man kann, auch wenn man eine Gehbehinderung hat, ohne weiteres, oder etwas älter ist, ohne weiteres das Funikulär brauchen. Fünf Bergtourismusorte hat die Jury begutachtet und dabei 1300 Wegkilometer zurückgelegt. Die Reise hat gezeigt, wie schwierig es ist, in den Bergen Touristen oder Zweitwohnungsbesitzer für den ÖV zu begeistern. Die Reise hat aber auch gezeigt, dass innovative Maßnahmen dann erfolgreich sind, wenn alle Leistungserbringer an einem Strang ziehen: Tourismusverbände, ÖV-Anbieter, Hotellerie, Behörden. Erkenntnisreich war die Reise also. Doch welche Entscheidung hat sie gebracht? Welcher Bergtourismusort gewinnt den Flux 2014?